good. Hört sich gut an. Sag noch mal. Yes. 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 Helge Schneider Jazz Club mit dem Bassisten Jimmy Woody als Stichwortgeber. Und ich muss sagen, ich bin ja schon lange Helge Schneider Fan, seitdem ich in Deutschland wohne, würde ich sagen. Ein bisschen habe ich mich daran gewöhnen müssen, weil es nicht unbedingt der österreichische Humor ist, den er da hat. Aber als ich es dann verstanden habe, fand ich es total geil. Und Helge Schneider ist natürlich ein wunderbarer Jazzmusiker. Also ich meine, was für einen Personalstil der entwickelt hat, das muss man ihm erstmal nachmachen. Er ist ja unverkennbar, er selbst immer. Aber Jazz, Jazz, Jazz ist auf jeden Fall das Motto der nächsten Tage für mich. Wir haben jetzt das Elb Jazz Festival in Hamburg. Das wird es als Livestream geben nur. Aber am Sonntag gibt es dann auch den Livestream von der Hagasner Moor Band. Nicht bei Elb Jazz, sondern auf unserem eigenen Kanal hier oben. Am Sonntag, den 6. Juni, aus dem Stadtverändererlauf zum Frühstück. Schön Käffchen trinken oder was auch immer ihr gerne frühstückt und sich das Frühstück von uns versüßen lassen. Wir laden euch ein. Es wird auf jeden Fall ganz anders als letztes Mal. Mehrere Highlights warten auf euch. Erstens, Cordula wird eine Jazz-Tanz-Choreografie machen. Ja, das wird was ganz Besonderes, vor allem, weil wir auch mehr Kameras im Einsatz haben und dadurch das ganze Loft zeigen können. Also sie wird die Choreografie nicht auf der Bühne sozusagen machen, sondern sie wird durch das ganze Loft tanzen, das so einsetzen. Das wird auf jeden Fall auch alles viel größer in dem Moment. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Und dann haben wir an den Sound, werden wir auf jeden Fall verbessern. Wir werden den Bühnenaufbau grundsätzlich ein bisschen anders machen. Wir werden anders mit Licht arbeiten. Und zu guter Letzt hat sich ja jemand gewünscht, Anja wird singen. Und das wird natürlich auch was ganz Besonderes. Also schaltet ein, Sonntag um 11 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Und dann gibt es noch eine kleine Vorschau. Der dritte Jazz. Nächste Woche am 11. Juni und am 12. Juni und am 13. Juni bin ich wieder ganz kurz auf Tour mit meiner Band Pure Desmond. Vielleicht habt ihr das Ankündigungsvideo gesehen, was ich gemacht habe. Und da wird es auch Livestreams geben. Also alle, die nicht nach Zeit haben, nach Mannheim zu kommen am 11. Juni, oder nach München am 12. Juni, wobei man auch so sagen muss, dass noch nicht sicher ist, ob die überhaupt die Pforten öffnen dürfen. Das ist leider sehr kompliziert politisch, wie auch immer. Aber jedenfalls kann man zumindest die Konzerte per Livestream eben sehen. Und da lade ich natürlich auch gerne nochmal herzlichst ein. Da freuen wir uns natürlich auch über jeden, der uns da ja, begleitet auf diesem Weg. Pure Desmond plays James Bond Songs, heißt es dann nächste Woche wieder. Also, erstmal bis Sonntag. Ich wünsche euch ein schönes Frühstück und ja, ich kann es nur noch wiederholen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis dann.